Victor genannt wird. Wichser! Komm zurück und zwar plötzlich! Vergesst die Hochglanzfilmkulissen. Schauplatz unserer Geschichte ist diese Londoner Vorstadtsiedlung. Das ist Jamie. Er hat ziemlichen Stress mit seiner Mutter Sandra. Oh, du bist ja so oberschlau. Aber vergiss nicht, dass du deinen Grips von mir hast. Also benutze ihn auch. Oh, ich dachte, du hättest eine Lobotomie hinter dir. Was hat er gesagt? Ja, du es ja, Tony. Lobotomie ist, wenn sie... Ja, ich weiß, was das ist, Tony. Du kämpfst dagegen an. Kämpfen! Ich kämpfe diesen Kampf schon mein ganzes Leben lang, also erzähl du mir nichts von Kämpfen. Das ist Steve. Und ihr werdet's kaum glauben, auch er hat ein klein wenig Ärger zu Hause. Sieht aus wie gebratene Scheiße. Jamie wäre gern Steves bester Freund. Hab ein paar Mal bei dir geklopft. Dachte, du kommst mal vorbei. Ich war unterwegs, klar, was ist daran merkwürdig? Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Der beste Freund. Und vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das bin ich. Alles klar, Lia? Lia? Wer ist Lia? Das ist doch nicht normal. Ein so junges Ding steht auf Mama Cass. Und was ist mit Madonna? Das ist eine Schlampe. Musst du gerade sagen. Ich ging mit ihm spazieren. Sein Hütchen hatte Rüschen. In einem blauen Kinderwagen mit Marke Queen of the Road. Ich glaube, ich nehme 2 von deiner Sorte und 10 von deinem Freund. Hallo. Ein Fick kommt dann auch nicht in Frage, was die... Es kommt nicht darauf an, wo man sucht, solange man etwas Wundervolles findet. Ich danke euch. Vielen Dank an alle Mitglieder der Akademie. Diese Auszeichnung bedeutet mir so viel. Ich bin in meinem Leben noch nie ausgezeichnet worden. Außerdem danke ich meinem Manager und meiner Band. Lia, bist du betrunken?